Lieder auf der Mundharmonika spielen zu können, ist gar nicht so schwer. Hier gebe ich dir alles Wichtige mit, was du brauchst, um jedes Lied auf blowtabs.com spielen zu können. Welche Mundharmonika? Die Lieder hier sind für die Blues Harp gedacht. Die Blues Harp nennt man auch diatonische Mundharmonika. Mundharmonika kann man in zwei Varianten kaufen. Chromatische Mundharmonikas haben einen kleinen Schieber an der Seite und auf ihnen kann man Töne in jeder Tonart spielen. Diatonische Mundharmonikas haben keinen Schieber und besitzen grundsätzlich nur Töne in einer bestimmten Tonart, C zum Beispiel. Das ist auch die häufigste Mundharmonika und darum sind die Lieder hier auch auf C gestimmt. Falls du eine Mundharmonika in einer anderen Tonart hast, ist das egal, denn die Löcher, die du anspielen musst, sind immer die gleichen. Das ganze Lied klingt dann nur etwas höher oder tiefer. Man sagt, die teuerste Mundharmonika kostet immer noch weniger als das günstigste Saxophon. Ich habe in den letzten Jahren viele Mundharmonikas für unter 10 Euro gehabt. Mach das bitte nicht. Es mag einige geben, die für wenig Geld trotzdem gut funktionieren. Ich habe es nur noch nicht wirklich erlebt. Als ich mir dann eine zwischen 20 und 30 Euro kaufte, war ich baff, weil sie sich so viel besser spielte als die ganzen billigen. Du kannst dir zum Beispiel diese hier holen. Der Link ist direkt unter dem Video. Oder eine andere mit guten Bewertungen im gleichen Preissegment. Wie man spielt. Halte die Mundharmonika wie hier im Video gezeigt. Dabei ist es egal, ob du die Hände vertauschst oder nicht. Es geht nur darum, der Mundharmonika mehr Klangvolumen zu geben. Meinetwegen kannst du sie auch wie einen Maiskolben halten, solange du die richtigen Löcher triffst. Wenn die Töne auf der linken Seite tiefer klingen als auf der rechten, hältst du die Mundharmonika richtig herum. Du kannst aus jedem Loch zwei verschiedene Töne holen. Einen beim Reinpusten und einen beim Einziehen der Luft. Beim ersten Reinpusten wirst du wahrscheinlich mehrere Töne gleichzeitig spielen. Und das wird immer gut klingen, denn die Töne sind in der sogenannten Richterstimmung angeordnet, sodass du immer einen Akkord spielst. Aber wir wollen hier ja gezielt einzelne Töne anspielen. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das U-Blocking ist besonders für Anfänger geeignet, da es die Mundmuskulatur nicht so schnell ermüden lässt. Dazu bildest du mit der Zunge ein kleines U und pustest oder ziehst so gezielt an nur einem Kanal. Also eigentlich heißt es ja Kanzelle. Scheue dich nicht, mit der Zunge die einzelnen Öffnungen abzufahren, um so die richtige Kanzelle zu finden. Du spielst ja schließlich blind. Wo welches Loch ist, lernst du nach und nach automatisch. Der Nachteil des U-Blockings, das sogenannte Banding, ist sehr schwer. Aber das brauchen wir zum Glück für kein einziges Lied auf blowtabs.com. Das Packing lässt die Zunge frei. Du bildest ähnlich wie beim Pfeifen ein kleines Loch mit deinen Lippen. Schiebst du die Mundharmonika aber viel weiter in den Mund. Ziel wird es sein, irgendwann das Packing, auch Lipping genannt, zu beherrschen. Denn mit der Zunge kannst du so Effekte erzeugen. Zum Beispiel einen Ton tiefer klingen lassen, als er eigentlich gedacht ist. Das ist dann das Bending. Ein kleiner Trick, um die Noten besser anspielen zu können, nenne ich d-d-d-d-d. Dabei blockst du die Luft mit der Zunge und gibst sie wieder frei, so als ob du d sagen willst, aber ohne etwas zu sagen. So lassen sich einzelne Noten besser voneinander unterscheiden, wenn mehrfach die gleiche hintereinander gespielt werden muss. Das Tab-System. Spielen ohne Noten. Notenlesen kann ganz schön anstrengend und verwirrend sein, denn Noten gelten für alle Instrumente gleichermaßen. Und weil viele Leute keine Lust haben, zusätzlich noch Noten zu lernen, gibt es für viele Instrumente sogenannte Tabs. Auf deiner Mundharmonika wirst du auf der Oberseite wahrscheinlich eine Durchnummerierung der Kanzellen haben, von 1 bis 10. Und diese Nummerierung nutzen wir anstelle von Noten. 4 bedeutet, dass du in Kanzelle 4 pusten sollst und minus 6 bedeutet, dass du an Kanzelle 6 ziehen musst. Die Kunst ist das zielsichere Treffen und nicht ein Loch zu weit links oder zu weit rechts zu landen. Das musst du einfach immer wieder üben. So lernst du die Lieder. Jetzt weißt du alles, um anfangen zu können. Suche dir aus den vielen Liedern eines aus, das dir einfach erscheint und versuche es ein paar Mal Ton für Ton nachzuspielen, ohne auf die Länge der Noten zu achten. Danach stell die Geschwindigkeit des Liedes auf, sagen wir 50% oder noch langsamer. Schalte den Ton aus und spiele so lange mit dem Lied mit, bis du alle Töne getroffen hast.
Erhöhe die Geschwindigkeit um 5% und wiederhole das Ganze, bis du bei 100% angelangt bist. Ab diesem Zeitpunkt kannst du das Lied vielleicht noch nicht auswendig, aber in der richtigen Geschwindigkeit. Auswendig lernst du es nun, indem du versuchst, nicht auf die Tabs zu sehen und so weit kommst wie möglich. Viel Spaß! Ach ja, alles auf dieser Seite ist vollkommen kostenlos und ohne Werbung. Daher würde ich mich freuen, wenn du das Projekt und mich unterstützt und mir per PayPal den ein oder anderen Euro dalässt. Danke dir. Und falls du Probleme, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge hast, kannst du dir einfach twittern mit dem Hashtag BlowTabs. Dann sehe ich die am besten und reagiere vielleicht sogar darauf.